Frage das Orakel. What would you like to ask ChatGPT about? Was ist der Unterschied zwischen Physik und Quantenphysik? Einen Moment. Die Physik ist ein umfassendes wissenschaftliches Fachgebiet, das sich mit den grundlegenden Prinzipien der Natur und der Erforschung von Phänomenen befasst. Möchtest du jetzt auch Siri so bei dir einrichten, dass sie ChatGPT aufrufen kann? Und möchtest du nicht diese komischen, dubiosen Skripte ausführen, die es ja bereits gibt? Dann schau dir dieses Video bis zum Ende an. Denn mit der neuesten ChatGPT-App ist das jetzt möglich. Lass uns jetzt auf mein iPhone springen und ich zeige dir das Schritt für Schritt, wie du das umsetzen kannst. Dafür gehst du einfach in die Kurzbefehle-App, sagst dort, ich möchte einen neuen Kurzbefehl erstellen, sagst hier auf Aktion hinzufügen, gehst auf Apps, gehst dann auf ChatGPT, Ask ChatGPT, kannst hier den Kurzbefehl umbenennen nach Frage ChatGPT. Das ist das, worauf es hört, wenn du Siri danach fragst. Dann kannst du hier noch Start New Chat einschalten. Das ist sehr wichtig, denn sonst hast du immer wieder den gleichen Chat und ChatGPT könnte hier noch einen alten Kontext haben und dir dadurch eine falsche Antwort liefern. Du kannst hier das Modell auswählen. Ich würde hier GPT-3.5 nehmen. Das ist dir überlassen, was du gerne möchtest. Für solche kurzen Abfragen wie am iPhone, das du über Siri halt machst, reicht aber GPT-3.5 vollkommen aus. Ja, und dann war es das schon. Gehst auf Fertig und kannst jetzt Siri Fragen stellen und sie wird dir dann auch Antworten geben. Frage ChatGPT. Um das zu verhindern, kannst du hier einfach ChatGPT ändern in Frage das Orakel. So, jetzt sollte es besser klappen. Frage das Orakel. What would you like to ask ChatGPT about? Wie viel Salz sollte ein Mensch täglich zu sich nehmen? Ja, wie du siehst, funktioniert das jetzt wunderbar und du kannst eben über Siri ChatGPT Dinge fragen, die du Siri vorher nicht fragen konntest. Ja, und dank ChatGPT kannst du Siri hier so aufbohren, dass sie dir auch vernünftige Antworten liefern kann.